ではこれから議論を始めていきたいと思います。私は本日司会を務めます尾崎哲也と申します。で難民がどんどんヨーロッパでは特に今増えているわけですけれども、この国では難民問題というのがそれほど切迫感を持って迎えられてないと思います。でまあ今日難民問題を直接話す場ではないんですけれども、一応そういった悲願の違い、ヨーロッパと、まあ、日本の違いっていうんですかね、そういうことも踏まえた上で、それぞれ、それぞれのジャンルで表現者である方々に、そういったアイデンティティの問題を聞いていきたいと思っています。じゃあ、アレマンさんよろしくお願いします。ワルザー schreibt weiter habe ich meinen Geist bereichert also auf mich verändert angewandt also durch die Beschäftigung mit anderen Kulturen bereichere ich meinen Geist.Und auf mich selbst und auf heute und auf diesen Herbst gewendet, müsste ich mich fragen oder frage ich mich, habe ich mich gefragt, ist es von irgendeiner politischen oder sonstigen Relevanz, monatelang wie ich hier in Kyoto an einem japanischen Projekt zu basteln, mich also mit Walsers Worten an einer anderen Kultur zu berauschen, die nicht viel mit meinen eigenen chronologischen Lebenseckdaten zu tun zu haben scheint? Oder dient dieser Rausch womöglich allein mir? Wäre es stattdessen nicht viel wichtiger, immer nur kritisch vor der eigenen Haustüre zu kehren, also vor derjenigen Kultur, die mir selbst zwar rein zufällig, aber doch zwangsweise zugewiesen worden ist? Und die eigene Kultur, das ist natürlich so eine Sache. Wir wissen ja nicht erst seit Marx und seit Nietzsche und seit Freud und Arendt und Adorno, dass Kultur etwas ungemein Brutales und Gewalttätiges und Repressives ist. Dass aber natürlich diejenige Kultur, die uns als die eigene angedreht wird, in meinem Fall die deutsche, immer die brutalste und die gewalttätigste und die repressivste ist. Dass die eigene Kultur immer die gefährlichste und auf eine Art die anderste ist. Und jetzt kann ich mich in diesem Herbst eigentlich nicht anders fragen, als müsste ich nicht gerade jetzt in diesem Herbst, anstatt über eine andere Kultur zu schreiben, mich eigentlich mit der andersten beschäftigen, also mit der eigenen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Und 97% davon, habe nicht ausgerechnet die Zahl, aber in Millionen sind Immigranten. Wir sind alle, die da leben, alle Immigranten. Aus der Fremde gekommen. Mein Vater zum Beispiel wurde geboren in Pilsen, Tschechische Republik heute, wo das schöne Biro herkommt. Und meine Großmutter hieß Kanapki, das heißt kleine Schnittchen. Das ist polnisch. Also ich bin super, super reiner, astreiner Bastard da aus dem Ruhrgebiet. Und insofern... Aber jetzt komme ich zu dem Stichwort Wir. Mein Wir, die Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppe ist also eingeschränkt. Ne? Immer stehe ich am Rand außerhalb dieses Schwarms und gucke kritisch, was die da so machen. Treiben, die Eliten. Also ich halte ihnen einen Spiegel vor, aber das ist nicht der ihre. Wenn wir sehen uns ja im Spiegel in der Regel im Bad, ne, und denken den einen Tag, geht eigentlich noch so, ist gar nicht so schlecht, ist noch ganz okay. Also der Blick ist sehr subjektiv gefärbt auf uns selber. Aber die dokumentarische Kamera, die nicht die ihre ist, hält ihnen diesen Spiegel vor. Und das müssen die aushalten. Und das schafft aber auch doch den Dialog. Und dann auch bei mir, ich habe einen iranischen Namen und einen iranischen Vater, aber ich bin komplett in Deutschland groß geworden. Wenn man jetzt von eigener Identität spricht, empfinde ich mich überhaupt nicht als zweigeteilt, ich empfinde mich eher als deutsch. Oder das aber auch gerade in Relation, ich finde das immer ganz interessant zu sehen, also gerade wenn man von Nationalität und zum Beispiel
Kunst oder man arbeitet in einem Bereich oder auch mit Themen und unterschiedlichen nationalen Kontexten und ich arbeite viel auch mit dem Kontext Iran, wie man dann sozusagen in eine Schublade gesteckt wird, in die man gar nicht gehört. Also ich bin eigentlich eher die Deutsche, die mit einem fremden Blick in dieses Land reist. Natürlich, und dieser fremde Blick gibt, glaube ich, auch oder bietet Möglichkeiten. Und diese nationalen Zuschreibungen oder eben auch Teilen in ein Teil das, finde ich immer so ein bisschen ein easy way out aus dem Ganzen. やっぱアートっていうものはやっぱりオリジナルで独自のものでないといけないので、グローバリゼーションが効率とか画一化を、もたらすものであれば、そういった面ではやっぱり入れないだろうなと感じます。で、あと自分自身の問題としては、やっぱり今、自分がこう古典の作品をやるときに、江戸時代の言葉はもうそもそも今の現代の方に伝わりにくいので、同じ日本人同士であっても伝えることができないというようなもう状況の中で演奏しているので、今後やっぱりそれを克服して、私が今度はもっと広いいろんな方に伝えたいと思った時に、柳さんがさっきおっしゃっておられたようなことをもう一度自分が再考する時に来ているんだなと思います。 Ich weiß gar nicht, ob man Globalisierung jetzt im wirtschaftlichen Sinne, im ursprünglich wirtschaftlichen Sinne angewendet hat, es für mich sicher eine negative Konnotation. Aber mittlerweile wird Globalisierung ja auch darüber hinaus, über die wirtschaftswissenschaftliche Definition verwendet. Und ich finde schon, dass es uns da neue Möglichkeiten offenbart. Eben, dass wir hier in Kyoto sein können, dass Sie einen Film mit einem amerikanischen Regisseur in Taiwan drehen über ein traditionelles japanisches Thema und hoffentlich das Thema dann auch gut behandelt wird und dementsprechend dargestellt wird, dass eben durch diese Möglichkeiten vielleicht etwas bewahrt wird, was vielleicht nur unter diesen Faktoren, vielleicht auch aus Geldgründen, eben in Taiwan realisierbar war, aber trotzdem hoffentlich den japanischen Gedanken transportiert. Und interessanterweise ja gleichzeitig den japanischen Gedanken transportiert, aber eine offene Gesellschaft, in der es eben möglich ist, jenseits der Ländergrenzen zu denken und zu arbeiten, das finde ich schon eine große Chance.外側ということです。で、これは必ず芸術には必要、アートには必要なものです。自分の想像が及ばないところを想像しようとすることです。それが全てなんじゃないかと思います。僕はですね、そうですね、柳さんがおっしゃったやっぱりコードっていうことが結構引っかかりましたね。で、柳さんがおっしゃったことにももう全面的に賛成なんですけど、コード、つまり非言語。 言語以前のコード、共通コードというものがあったであろうと。で、そこに訴えかける芸術は当然あるだろうし、現にサーカスである。なるほどと思ったんですが、一方で、やっぱり共通コードが必ず必要になってくる芸術表現もあるんじゃないかなということも考えました。一つには、そういうユーモアっていうのは、もしかしたら、言語化以降の人間にとっての一つの共通の何かになるんじゃないかということが一つですね。 でもう一つは非常にベタですけれども、今日冒頭に難民の話題が出ましたけれども、おそらく今もうすでにですね、難民問題をテーマにしたいろんな演劇作品、音楽作品いっぱい作られてると思うんですけれども、これ逆に言うと、そういった作品を僕らが楽しもうと思うと、その情報を共有してなくちゃいけないと思うんですよ。
で、それは言語を通してしか情報が入ってこないので、一旦言語を獲得してしまった以上は、なんかやった方がいいのかなと。お疲れ様でした。